Nabend. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich mehrere Sachen diesmal letzten, also dieses in ja, was ich die letzte Bestellung, was ich gemacht habe, was ich jetzt getätigt habe, waren mehrere Sachen drin, nicht nur Shampoo und für die Kopfhaut, Haarwachstum und gegen Haarausfall, sondern auch das hier. Verkettung, Mist. Doch nicht. Das hier, das ist jetzt, das heißt Revita Blue. Steht ja auch da drauf. Und ja, soll bei Gelenkschmerzen, organischen Schmerzen, was ich jetzt so darüber weiß, also ich weiß auch nicht lange nicht alles, ne? Helfen, dass es dem Körper, den Organen von innen besser geht. Dass man, ja, ich weiß es nicht, vielleicht gehen dadurch auch Rückenschmerzen weg, Kniegelenksschmerzen, ich habe keine Ahnung. Aber wenn man es nicht ausprobiert, wird man es auch nicht wissen. Also, Tütchen, so sehen die Dinger aus, aufmachen und dann in ein Wasserglas. Ich habe meine Tasse jetzt genommen, ne? Da ist Wasser drin, sieht man das? Jetzt sieht man es ein bisschen. So, und aufreißen, oben halt hier aufschneiden. Mache ich mal gerade, könnt ihr jetzt aber nicht sehen. Zack. Es ist natürlich im Wasser gelandet. Super Sache, geht gar nicht. So. Und das dann hier einfach, also riecht jetzt schon lecker. Riecht irgendwie nach Himbeere, also nach Früchten auf jeden Fall. Und dann, ich zeige euch das mal, wenn es geht, wie ich es hinkriege. Mist. Das geht auch nicht. Ich wollte gerade die Kamera drehen. Ich schütze einfach jetzt mal hier rein. So, jetzt fällt es mir auch noch rein. Das darf nicht wahr sein. Ja, mit einer Hand da was reinzukippen, ist ja auch nicht so einfach. Ja, es sieht grau aus. Graue Farbe. Aber wenn, dann möchte ich auch alles raus haben aus der Tüte. So, jetzt hoffe ich mal, ich habe alles daraus. Schaut jedenfalls so aus. So. Mit einer Hand ist das so ein bisschen doof. So. Jetzt sieht das Ganze so aus. Jetzt umrühren. So. Umrühren. Und dann einfach trinken. Das war's. Ja. Ich trinke es aber auch gerne nochmal einen Schluck, damit ihr seht, die Alte trinkt es wirklich. Die macht jetzt keinen Hokuspokus davon oder so. Die trinkt es wirklich. Ne? Ich mache jetzt halt also keinen Scheiß. Schmeckt richtig lecker. Ohne Witz. Schmeckt richtig geil. Nach Früchten, Himbeere. Aber was anderes schmecke ich da jetzt auch gerade nicht raus. Also ich glaube, das ist nur Himbeergeschmack. Aber geil. Ja, und das trinke ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich mir, es ist ja eine Monatspackung, die ich bekommen habe. Das werde ich jetzt jeden Tag einmal so ein Päckchen trinken. Und dann schauen wir mal, wie es meinem Rücken geht. Weil ich habe richtig krass Rückenprobleme. Ja, und wenn es damit ein bisschen gelindert wird oder vielleicht sogar die Schmerzen komplett weggehen sollten, dann hilft es nicht nur für den Rücken, sondern garantiert auch bei Kniegelenkschmerzen, bei, keine Ahnung, organischen Schmerzen, die richtig eklig wehtun. Dann solltet ihr das mal, solltet ihr mich mal ansprechen und dann das mal bestellen. Also ich kann es nur, alle Produkte bis jetzt von Jeunesse kann ich nur weiterempfehlen. Ich habe seit 2 Tagen weniger Haarausfall. Durch das Shampoo und durch diese Infusion, die ich halt nach dem Duschen in das nasse Haar gebe, auf die Kopfhaut direkt. Aber eben halt hier Strähnchen für Strähnchen, ne? Dass es halt auf dem ganzen Kopf verteilt auch ist. Und ja, ich habe weniger Haarausfall. Und ich hoffe, dass sich noch ein paar Haare wieder nachbilden, dass das Wachstum
nochmal angeregt werden kann. Das würde mich richtig freuen, weil dann hätte ich wieder ein bisschen mehr Volumen im Haar oder auf dem Kopf. So, bis zum nächsten Mal.